Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Call of Duty. Ja, wir sind immer noch in diesem hart umkämpften Dorf, aber ich habe mir fest vorgenommen, es in dieser Folge den Kampf endgültig zu beenden. Und damit, ja, das französische Dorf hier von der deutschen Invasion zu befreien, indem ich die Deutschen einfach nur zurücktrenne und dementsprechend alle töte. Ach, und dann kommt so schnell, guten Morgen. Aber ist ja wie auf dem Kirmes hier, auf dem Jahrmarkt, auf der Schießbude. Ich habe die Flinte im Anschlag und wir schießen einfach drauf, was das Zeug hält. Oh, mein Kollege ist gerade tot umgefallen, ist mir relativ egal. Solange ich das nicht bin, ist mir das egal. So. Oh, eine schöne Waffe mit Fernglas, also ich kann ein bisschen snipern. So, ich kann mal das Geh holen. So, komm hier rein. Oh ne. Loch als reinschießen, oder was habt ihr euch gedacht, die Leute? Hier, da gehört's mir. Ja, da leuchtet doch schon was an hier so ein bisschen. Was habe ich? Nu? So, da hinten muss ich irgendwo hin. Ich bin auf dem Weg hier. Ein Schild. Oh, willst du schießen, du Arsch? Ich schieße jetzt zurück hier. Machen wir mal so hier. Schon Ruhe. Okay, da wird's mehr. Gucken wir mal, der Panzer raus wieder. Vor allem haben wir nur einen Schuss. Dann will ich die Aufgabe jetzt erledigen, was mit dem Panzerfaust erschießen soll. Also, kurz nachgeladen und dann geht's ab. Das ist die Achterbahn, meine Freunde. Ja, wo kommst du schon hin, du Wichser hier? Zack, weg mit dir. So. Und noch ein Wichser hier. Oh, dieser Krieg auch vorbei. Meine Fresse. Die mir reingekrotzt, alles weg, aber was steht da wieder zu werfen? Nee, nee, nicht mit mir. So, der passt das nicht, aber hier, guck mal, da ist einer, der schießt überall auf. Jetzt nicht mehr, so. Aus die Maus. So. Neues Missionsziel, was soll ich jetzt machen? Den Captain den Arsch abwischen, oder was soll ich jetzt machen? Oh, ich lage von da, das haben die alles rein. Oh, hier gibt es die Kirche, okay. Ich schön, dass die Kirche verteidigen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zur Kirche gehen. So, jeden wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber. So, was soll ich denn hier jetzt werden, die hoch verteidigen? Das MG hier. Und hier schießt die gleich immer wieder aufs Fenster. Okay, das sieht aus wie ein Friedhof hier hinter. Zum Mörderkirchen. Ja, und ich finde es auch prima klasse, dass die Soldaten auch direkt zum Sterben auf den Friedhof schon kommen. Ich muss ihn nur noch eher schießen. Anschließend nehme ich meinen Klappspaten, den Krabbelloch, roll hier rein, mach das Loch zu und fertig ist sie so. Dose. Ja, so spart man sich Arbeit. Alles, was hier rumbleibt, so einmal rüber mähen hier und alles gut. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Heißt die Mill-Null. Mal kritisiere ich immer für Laufen und Schießen, aber in diesem Fall bleibe ich sitzen. Ich sitze hier, ich liege hier wie auch immer und ich schieße einfach nur rein. Mein Gott, so, hier. Dann kommen wir her, kein Thema. Ich hätte gleich Pulver ganz vorne da. Meine Fresse. So, hab ich das alle? Bin ich da auch nicht. So, neue Missionsziel, kein Thema. So, so ein MG. Wo kommen wir jetzt von hier oder was? Da. So, dann will ich da hinten mal hinlaufen. Weil ich weiß wie. Nachladen ist immer gut. Um ein Glück stehe ich da vor dem Gegner da mal klick-klick nachladen. Kein Pengling-Schuss mehr. Na ja, wahrscheinlich hier. So. Dann liegen. Stehe nicht wieder auf. Das ist besser für deine nicht vorhandene Gesundheit mehr. Oh, so. Du? Dann gleich liegen wir euch ja meine Fresse. So soll es sein. Ja, und da läuft er, ne? Du willst weglaufen von mir? Na, warte, ich komme mal hinterher. So, guck dir deinen Kollegen an hier. Der stellt sich wie ein Mann. Und läuft nicht. Weg hier. Auch gleich drei Stück. Eins, zwei. Zwei. Alle guten Dinge sind drei, habe ich mal gehört. So. Kriegt euch nichts, was weglaufen, Leute. Lauft mir doch einfach mal.
Oh, ich höre einen Panzer am Marsch. Ui. Da ist schon ein Panzer, der schießt ja noch. Dann gehen wir den Weg halt wieder zurück in die Kirche, holen so ein großes Peng-Peng-Gewehr hier, komm, nicht im Weg stehen, ich habe keine Zeit für sowas. Mann, mach das nächste Mal einen Termin mit meiner Mama aus, weil ich Zeit habe, dich zu erschießen oder so, kein Thema. Aber steht doch nicht auf dem Weg hier. Kommen wir denn da hin? Geh mir nicht auf Eier, du Wichser. Leg mich am Arsch. Der Panzer meint's ernst, der schießt diesmal überhaupt mit einer großen Flinte. Aber dann hole ich mir auch ein großes Peng-Peng für den Panzer, so ein Panzerknacker hier. So, was schnapp ich mir jetzt den Panzer mal? Ah, da kommt schon der gefahren hier, guck mal hier. So, und jetzt ist er tot. Der geht mir nicht mehr bei. Das ist schon mal Fakt. Der ist noch kurz los gewesen, aber der gehört jetzt mir. So, hier ist keiner mehr, gut. Ja, du hast die Langeweile erfunden, würde ich sagen. Das ist doch nur, guckst du ganz doof in die Gegend rum. Du hoffst, dass die andere so besser, dass du die Stirn vor dem auf den Lauf drückst, so ungefähr. Du brauchst nur abdrücken, aber. Also, brauche ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt wieder ein Maschinengewehr. So. So. Ist ein gefressen hier. Gehen wir mal hinten wieder hin. Ist dann noch einer wieder einen übersehen. Daran kannst du auch gerade auf allen Ecken und Enden gelaufen. Kannst angekrochen quasi. Nee. Oh, nochmal gucken, ob hier wirklich, dass hier wirklich keiner mehr ist. Der Panzer ist kaputt. Hier ist auch kaputt. Ganz einfaches Spiel. Wenn du blöd in den Gegner rumstehst, dann musst du mit rechnen, dass du erschossen bist. Aber ich fand's prima, dass du einfach stillgehalten hast. Das muss man dir schon hoch anrechnen. Der sollte dafür eine Medaille kriegen. Für den ehrenvollsten Tod in diesem Spiel. Bis jetzt. So, hier ist glaube ich keiner mehr, wie es aussieht. Das, was hier rumliegt, das sind schon Leichen. Und ja, dementsprechend, jo. Gehen wir einmal hinten irgendwo rum. Ein Kompass soll ich da auch hin. Da ist schon wieder so ein Panzer rum. Was ist uns egal? Oh, der gehört zu mir, schön. Oh, hin und wieder muss man den Leuten auch mal den Arsch drehen hier, oder den Arsch schießen. Ja, gehst du jetzt rein oder lass mich rein sonst? Den schießt noch, aber fährt nicht mehr. Okay. Kann die rein? So, wo ist der verfickte Eingang? Wo stehen wir die blöde Dings da? Jetzt wegen der Kluschen, ey, bah. Gut, dann gehe ich jetzt zur Kirche zurück und hol mir eine Panzerforce. So. Dann mach ich den Panzer halt ganz im Arsch. Wenn ich nicht reinkomme da in den Panzer und da drunter anlaufen kann, dann hole ich jetzt einen professionellen Dosenöffner für große Dosen oder gepanzerte Dosen und dann wird das Ding jetzt aufgemacht. Ganz einfaches Spiel. Da kenne ich gar nichts. Jetzt mal hier rum. Hallo Panzer. Tschüss Panzer. So, jetzt muss ich das Maschinengewehr holen, weil man ja nur zwei Waffen gleichzeitig tragen kann. Aber das ist mir relativ scheißegal gerade. So. So, mit hier. So. Mein Sniper-Gewehr mitgenommen. Und dann geht es jetzt weiter. Weil ich muss ja wieder hinten hin. Die Panzerhaus gibt es anscheinend nur in der Kirche. Da permanent hast du einen scheiß verfickten Panzer da. So. Ja, hier komme ich nicht lang. Man kann rechts oder links vorbeigehen. Ich gehe rechts. Was ist? Genau da kommt man nicht weiter. Also voll für den Arsch, ey. Ah, verfickte Scheiße hier. Hier. Hallo, hallo, hallo. Wer will sterben? Keiner. Hier oben einer. Nope. Sieht nicht danach aus. Da ist eine Leiter. Komm ich hoch. So, meiner. Was? Ja, das ist nur Deko, super. Voll für den Arsch. Okay, hier wollen wir schauen. Ah, da, ich sehe schon hin. Dann gibt es wieder Spaß für den Euro. Spannungsspiel und Spaß. Ja. So, lass mich hin. Lass mich ran da. Lass mich ran da, denn sie will ja. Zack. Zack. Ich treffe ihn, der Scheiße. Das soll nichts sehen. Ich rufe. Oh, hier fallen das. Richtig geschafft, schon wieder, wunderbar. Noch mehr. Gut, dann muss man die einzelnen Schnappen. Abfallen.
Hier, genau, Jungs. Lenkt den mal ab, auf den wir schießen können hier. So, zack. Das war der erste. Der zweite. Der zweite. Und gleich. Zack. Da drei. Nachladen. Geil. Hier. Vorsicht, ich weiß noch keine MG-Schütze, sondern so ein Mörsertrupp da, oder? Okay, da oben nochmal 15 drum und geh ich drum. Ja, warte. Zack, weg mit dir, Wichser. So, dann alle nach Hause fahren. So, ein so ein Mörser-Ding muss ich finden. So. Das gehen wir mit, dann können wir mit zielen und scharf schieben. Ja, mit Zielen und Scharfschützen. Ich bin so ein Held, ja. Da kann man scharf. Hat die Funktion als Scharfschützengewehr mit Visier. Und ist halbautomatisch. Und zusätzlich nehme ich noch ein vollautomatisches Maschinengewehr mit. So. Ja, jetzt bestimmt noch ein bisschen Stöckchen holen mit den Wichser da hinten. Ja, ich glaube, ich habe erwischt damit. Gut. Der wollte kein Stöckchen holen. Schade eigentlich, aber egal. Man kann halt nicht alles dressieren, wo irgendwo rumläuft. Man konnte interessieren, dass man mit Maschinengewehr schießen kann. Das Peng 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 macht und vorne sind viele kleine Freunde raus. Voll einer. Auch nicht. So, hier im Gebäude einer. Hier nicht, da nicht. Ach, da ist er. Zack. Ja, einmal drehen, abgedrückt und voll im Kopf getroffen. Ja, jawohl. Ich bin der Held der Schöpfung. Tatatatata. Wo ist dieser verfickte Mörser? Vorne rechts von mir, würde ich sagen, in Nordkarte. Und haben gegessen hier. Nachgeladen. Schräg vom Mörser sein. Okay, wenn ich das Gewehr mal nehme, kann ich ein bisschen mehr beschießen. Na, da sind sie doch schon hier. Eins, zwei, fertig. Feierabend! So. Hunger habe ich gerade nicht mehr. Auto fahren. Autofahren? Ich hab doch gar keinen Führerschein. Ach ja. Hier, kann ich so ein Mörser-Ding da mitnehmen? So ein großes MG hier? Kann ich mitnehmen? Ja. Maschinenpistole ist gut. Die andere gefällt besser, auch wenn die andere richtige Scharfschütze, wenn man besser mitzielen kann, aber die einzelnen Schüsse dauern jetzt lange. So, das sieht gut aus. So. Hallo Auto, wie geht's dir denn? Okay, ich soll jetzt mit dem Auto fahren. Okay. Ich mag aber Autofahren nicht so. Es gibt so ein kleines Briefing und neue Aufgaben. Die Folge geht lange noch und ja. Ich würde sagen, das ist die heutige Folge. Wie es weitergeht, sehen wir dann morgen. Hm? Ich denke mal morgen. Eventuell zu Feiertag, es kommen sogar zwei Folgen. Ich weiß es noch nicht. Aber. Jo, Leute. Ich bin damit raus. Ja, ihr könnt das noch eben zu Ende gucken. Und dann lasst mir einen Daumen nach oben. Ein gutes Kommentar. Und ja, ich sag damit tschüss. Und wir sehen uns alle auf jeden Fall. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr jetzt gesehen habt. Wenn ja, lasst mir doch einfach mal hier den Daumen an meiner oben. Und ja, wir haben dort noch die Abo-Funktion. Dann könnt ihr mich abonnieren. Dann bleibt ihr immer am Ball, sobald mein neues Video draußen ist. Ansonsten schaut auch auf meinen Kanal vorbei. Da habe ich mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Video, auch noch was euch gefällt. Ich mache ja schließlich mehrere Spiele, ich mache Videos und. Schaut rein, guckt euch durch, was euch gefällt. Ansonsten haben wir da unten quasi die Kommentarfunktion. Da könnt ihr mal reinschreiben, was euch quasi besonders gefallen hat. Was euch auch, vor allen Dingen, was mir auch wichtig ist, schreibt rein, was euch nicht gefallen hat. Weil dann weiß ich, wo meine Fehler liegen, was mir selber vielleicht nicht auffällt, und dann kann ich das mit eurer Hilfe abstellen. Weil was ich nicht weiß, kann ich nochmal nicht ändern. Aber ansonsten, ich bin damit jetzt raus und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.